So Leute, herzlich willkommen, Baujahr 78, Servus und Habitäre auf meinem Kanal. Heute, wie ihr schon recht schön sehen könnt, geht es um mein absolutes Lieblings-Aftershave und zwar übers Old Spice. Es ist mir jetzt schon seit über 30 Jahren treu geblieben. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal mit 10 Jahren aufgelegt. Davor kannte ich es auch schon von meinem Vater her noch quasi. Es gibt so Düfte in der Kindheit, die man eigentlich nie vergisst. Und dieser Duft, dieses Old Spice, hat sich quasi total eingebrannt. Wie bei, glaube ich, 80% der Zuschauer, die mir jetzt zuschauen, denen wird es genauso gehen. Und da gibt es eine kleine Geschichte drüber. Und zwar, Old Spice ist ja nicht immer gleich Old Spice gewesen. Und dazu zeige ich euch jetzt einmal ein bisschen was anhand von Fotos, die ich auf dem Flohmarkt bekommen habe. Zeige ich euch jetzt einmal ein bisschen was, was vielleicht noch nicht der ein oder andere noch nicht gewusst hat. So Leute, ich hoffe, ihr könnt es sauber erkennen. So hat die Flasche American Old Spice für die Frau im Jahre 1937 ausgeschaut. Ich bin immer noch auf der Suche auf Flohmärkten nach so einer Flasche und ich habe mittlerweile ein paar US-Foren, wo solches Teil noch gehandelt werden, tatsächlich original. So hat sie ausgeschaut. Auch dies ist eine. Ich weiß aber nicht genau, wer die gemacht hat, ob sie so zu kaufen gab in dem Design oder ob das nachträglich gemacht worden ist, weiß ich nicht. Aber auch hier befindet sich Old Spice American für die Frau drin. Und dann ist unmittelbar danach das Old Spice für den Mann rausgekommen. Inklusive im Talcum. Zwei Flaschen, kann man sehen. Die läuft nicht ganz so spitz zusammen wie die Originale. Man kann auch sehen, hier noch das alte Schiff drauf. Die Schiffe haben übrigens die in den letzten Jahren immer ein bisschen gewechselt. Mittlerweile ist gar nicht mehr drauf, was ich sehr scharf finde. Und das ist auch noch ein Werbeauszug. Original vom Old Spice. Das ist die ganze Palette, die es damals gegeben hat. Wunderschön anzuschauen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ja, das war's zum Old Spice der Frau. Hier nochmal diese schöne Flasche. Also wenn einer hier was weiß oder hat, einfach in die Kommentare. Ich bin da ziemlich scharf drauf, so eine Flasche zu ergattern, obwohl es ein Frauenduft ist. Aber das muss in meiner Sammlung, meiner Aftershave-Sammlung einfach drin sein. So, und in dem Sinne habt ihr jetzt einmal gesehen, dass das Old Spice damals hauptsächlich erst einmal im ersten Jahr für die Frau entstanden ist und dann erst für den Mann. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie die Flasche damals ausgeschaut hat. Wie gesagt, ich bin immer noch dran, so eine Flasche irgendwo herzubekommen. Oh, ich habe schon einige US-Plattformen gesehen, wo die teilweise noch gehandelt werden, wo man noch die ganz alten Flaschen bekommt, richtig in einem Set. Kann ich euch mal kurz zeigen, ein Bild. Aber wie gesagt, da muss man schauen, das Ganze ist natürlich auch mit einem erheblichen Preis verbunden, weil es ist wirklich Sammlerwert ohne Ende. Aber wie gesagt, das Old Spice, so wie ihr es jetzt hier seht, das sind drei unterschiedliche Flaschen. Das ist die Originalflasche, so wie ihr es momentan aktuell kaufen könnt. Diese Flasche, die ist ca. 2007. Und dieses kleine Fläschchen hier, ich nehme das mal raus, das ist aus dem Ende 70er, Anfang 80er Jahren. Ich habe das damals gesteigert, weil ich wollte noch unbedingt mal das Originalfläschchen haben. Schaut euch das mal an. Tatsächlich noch ein altes Schiffchen drauf. Das Originalschiffchen, wie es aus dem 70er, 80er drauf war. Relativ selten zu bekommen, diese Fläschchen. Wie gesagt, das ist original. Ich habe leider nur eine kleine Flasche bekommen. Ich wollte eigentlich die große Flasche haben. Diese hier, hier kann man bereits sehen, dass das Schiff bereits verändert ist. Und auf der aktuellen Flasche ist gar nicht mehr drauf. Was ich sehr traurig finde. Ich finde das sehr traurig, dass die aktuelle Flasche weiß ist und nicht so cremeweiß. Das ist einfach, das hat einfach dazugehört. Der Deckel ist ebenfalls rot. Ich sage, die müssen sie immer irgendwas einfallen lassen. Das finde ich persönlich überhaupt nicht gut. Ich bin mehr so der Oldschool-Freak. Und wie gesagt, das Parfüm ist mir halt damals in Erinnerung geblieben. Als ich damals die ersten Barthärchen gehabt habe, dann kommt natürlich das große Ritual des Rasierens. Und dann die erste Rasur quasi ist dann, ich glaube, für jeden Jugendlichen was ganz was Besonderes. Und ich nehme es eigentlich nur um die Weihnachtszeit her, im Winter. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich Ende Dezember Geburtstag habe. Und da habe ich eigentlich immer von meinen Kumpels einen Rasierschaum Palmolive bekommen, einen Gillette-Rasierer und dann Old Spice.
Das waren so meine ersten Rasurzeiten. Nach der ersten Rasur haben sich da quasi mit den Sachen das erste Mal rasiert und deshalb ist mir dieser Duft ewig in Erinnerung geblieben und ich nehme es auch heute noch unwahrscheinlich gern her. Aber wie gesagt, nur in der kalten Zeit, so ab Oktober, wenn das Wetter draußen schlechter wird. Im Sommer nehme ich das eigentlich so gut wie gar nicht her. Da nehme ich dann ganz andere Rasierwasser her. Dazu gibt es natürlich auch mal ein Video von mir. Ich sammle ja übrigens Aftershaves und ich habe so viel Aftershaves, das kann ich ja gar nicht aufzählen. Ich werde da mal einige Videos drüber machen, über meine Lieblings-Aftershaves. Aber das ist dann eine andere Sache. Ja, in dem Sinne, Leute, wisst ihr jetzt, was mein absolutes Lieblings-Aftershave ist? Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare reinschreiben. Ich glaube, da gibt es mehrere. Das ist, ich glaube, Leute aus den 70ern, 80ern oder noch viel, viel eher 50er, 60er, die kennen diesen Duft. Er wird zwar immer ab und zu ein bisschen beschimpft mit alte Speibte und so ein Schmarrn, aber wie gesagt, ich finde, das ist lauter Krampf. Wer das Teil übrigens noch nicht kennt, ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand noch heute Old Spice nicht kennt. Aber wer es nicht kennen sollte, kauft euch mal eine Flasche und probiert es aus. Ihr werdet den Duft mit Sicherheit nicht verachten. Ja, in dem Sinne, Leute, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf YouTube und dann bis zum nächsten Mal.